Willkommen zu diesem Video, ein weiteres Video in unserer Reihe Research Snacks, Religion and Education, mit der wir Einblicke in Forschungen zum Bereich Religion und Bildung geben wollen. Heute geht es um ein besonderes Projekt. Deswegen sitzen wir hier zusammen, weil wir ein Teil zumindest des Forschungsteams sind von diesem Projekt. Das Projekt selbst heißt Religion, Resource or Risk. Oder übersetzt, inwiefern hilft Religiosität geflüchteten Jugendlichen bei ihrer Lebensbewältigung? Mit dem Projekt reagieren wir auf eine Situation, die im Moment noch sehr obskur ist. Es kommen junge Menschen nach Deutschland, meistens aus Ländern mit einer sehr stark ausgeprägten Religiosität. Diese Menschen müssen sich in Deutschland zurechtfinden. Und wir wissen eigentlich noch nicht wirklich gut, welche Rolle Religion bei dem Bemühen, hier anzukommen, spielt. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Erzählungen, die sagen, diese Menschen sind ein Risiko. Sie sind religiös radikalisiert. Sie haben eine Form von Religiosität, die nicht in den Westen passt. Und wenn wir diese Erzählung weiterführen, hilft Religion definitiv nicht, in Deutschland anzukommen. Oder aus deutscher Perspektive ist sie ein Risiko. Umgekehrt gibt es aber auch die Erzählung, die sagt, Religion hilft mir, in meinem Leben zurechtzukommen. Sie gibt mir Symbole, die mir mein Selbstwertgefühl steigern. Ich kann auf Menschen ähnlicher Religiosität treffen und gemeinsam können wir überlegen, wie wir in diesem Land leben wollen. Das heißt, Religion kann auch eine wichtige Ressource sein, um in Deutschland glücklich zu werden. Nüchtern betrachtet wissen wir wissenschaftlich noch viel zu wenig, ob Religion sich bei geflüchteten jungen Menschen als Risiko oder als Ressource erweist. Und das ist die Idee, die hinter dem Projekt steckt. Wir wollen herausfinden, welche Rolle Religion beim Ankommen in Deutschland spielt. Und um die Frage zu beantworten, befragen wir jugendliche Geflüchtete im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Wir wollen sie im Abstand zwischen 6 Monaten insgesamt 3-mal befragen, und zwar mittels eines Online-Fragebuchs. Mittlerweile haben wir 2 Befragungszeiträume abgeschlossen und sind gerade dabei, den 3. zu planen. Heute haben wir tatsächlich noch ein Treffen mit unserem wissenschaftlichen Beirat, um den aktuellen Projektstand zu besprechen und das bisherige Vorgehen zu evaluieren und erste Ergebnisse zu präsentieren. Ja, und um möglichst viele junge Geflüchtete aus den 3 Ländern Syrien, Irak und Afghanistan zu bekommen, sie anzusprechen, sie einzuladen, da haben wir dann tatsächlich auch darauf geachtet, dass wir Interviewerinnen, Interviewer gewonnen haben, die muttersprachlich sind, die selber aus diesen Ländern kommen. Wir haben auch sogar Videos produziert, die diese jungen Menschen einladen sollten, eben in ihrer Muttersprache. مرحبا انا ايمان وانا مصطفى وفي هذا الفيديو سنتحدث لكم عن مشروعنا ونوضح لكم الدور الذي يمكن ان تلعبوه فيه بالتاكيد لاحظتم ان الاعلام يتحدث غالبا بشكل سلبي عن الدين ويوجه هذا الحديث السلبي خصوصا للاشخاص Ein Ergebnis, was ich sehr spannend fand und was mich persönlich überrascht hat, war, dass die Aufenthaltsdauer negative Auswirkungen hat auf zum Beispiel Einstellung zur Demokratie. Das heißt, je länger sich die Personen in Deutschland aufgehalten haben, desto niedriger war deren Vertrauen in Institutionen oder die Bereitschaft, sich politisch zu beteiligen. Das heißt, dass scheinbar mit der gestiegenen Aufenthaltsdauer in Deutschland vermutlich sowas wie Resignationseffekte oder eben persönliche Verletzungen eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass die Leute den Institutionen des demokratischen Staates weniger vertrauen. Die Leute, die wir befragt haben, die jungen Muslime, sind insgesamt sehr zufrieden mit ihrem Leben. Es gibt zwar welche, die auch sich fragen, was soll ich hier, aber im Durchschnitt haben wir doch eine hohe Lebenszufriedenheit. Und das Besondere daran ist, dass auf der einen Seite Religion zwar die Lebenszufriedenheit unterstützt, es aber nicht so stark unterstützt, dass man sagen kann, die Religion ist es, die das Leben und die Lebenszufriedenheit stärkt. Es ist also nicht so, dass allein die Religiosität dazu beiträgt, dass sich Menschen hier zurechtfinden. Ja, und so hoffen wir, dass wir mit unserem Projekt auch einen Beitrag leisten können zur Versachlichung der Diskussion um die Religion von Geflüchteten, dass sie
auch differenzierter wahrgenommen wird, auch in ihren positiven Potenzialen für die Lebensbewältigung und die Integration von Geflüchteten. Mein Name ist Jutta von Maurice und ich leite das Zentrum für Studienmanagement am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Ich unterstütze das Projekt Religion, Ressource und Risiko sehr gern als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat. Das Projekt ist mir persönlich wichtig, damit wir die Lebenswelt und die Erfahrungen der Menschen, die bei uns eine neue Heimat suchen, auch verstehen können. Und Religion kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Innerhalb des Beirats versuche ich immer auch die Perspektive der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer einzunehmen. Wie können wir die Teilnahme an der Befragung so angenehm wie möglich machen? Denn nur mit der Unterstützung der Teilnehmenden können wir wichtige Fragen beantworten. Religion, Ressource und Risiko ist ein wirklich tolles Projekt. Glückwunsch dazu an das Projektteam. Und ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das Projekt unterstützen.